to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Isan. Wadikrab Pipi, Wadikrab Tukon. Heute habe ich mir gedacht, ich mache mit euch einfach mal wieder einen kurzen Gartenrundgang. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Und deswegen wollte ich euch einfach dazu einladen, dass ihr mit mir mal wieder den Garten zusammen anschaut. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dieses Video fleißig kommentiert, liked. Ihr dürft das Video auch gern teilen. Und für die neuen Zuschauer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst einfach nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video von mir. Und nun würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem kleinen Rundgang hier wieder bei mir zu Hause. Heute ist schon wieder eine wahnsinnige Hitze. Wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile ja, 3:30 oder so. Die Sonne brennt schon wieder extrem. Wir haben jetzt seit schon, ja, eigentlich schon fast 2 Wochen keinen Regen mehr gehabt. Es muss natürlich jetzt da wieder alles gegossen werden. Es ist, fängt schon wieder an, alles ziemlich trocken zu werden. Bin schon hier auch immer wieder dabei, unseren Teich immer wieder zu befüllen. Ja, die Natur könnte jetzt schon auch mal wieder einen Regen gebrauchen hier. Wo wir den Regen, sage ich mal, zu viel hatten, da haben wir auch geweint. Jetzt weinen wir wieder, dass der Regen weg ist. Bin gespannt, ob der Regen jetzt bald mal, es soll eigentlich diese Woche noch mal regnen. Mal schauen, ob noch mal was kommt oder nicht. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen wieder den Rasen gemäht, die Donkoi beschnitten, die Hecken wieder schön geschnitten. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen was. Hier eben die Hecken habe ich alle wieder beschnitten. So, der Teil. Meine Frau hat hier wieder Blumen drapiert. Ihre Kakteen, die sie so gern hat. Dann haben wir hier unseren Limettenbaum. Den hatte meine Frau, als sie hier war, auch noch ordentlich beschnitten mal wieder. Limetten sind noch ein paar dran, nicht mehr viel, nur noch vereinzelt. An dem anderen Limettenbaum, da haben wir noch ein paar Limetten. Auch 2, 3, die dann noch dranhängen. Also Limetten werden jetzt bald demnächst durch sein. Ja, ehrlich gesagt bin ich satt gegessen von den Limetten oder von meinem Saft, den ich da immer gemacht habe. Ja, aber es kommt ja auch wieder. This is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe... Was natürlich jetzt auch wieder schön anfängt zu blühen, das sind die gelben Trompetenblumen. Da sind ja ein paar Fans unter meinen Zuschauern dabei. Die kommen jetzt wieder. Ich zeige euch nachher noch vorne auf dem Grundstück ein bisschen mehr. Aber hier könnt ihr zumindest schon mal 2 Bäume sehen. Da seht ihr jetzt den gelben Trompetenblumenbaum, der wunderschön blüht. Denn dort auch, aber man sieht einfach an den Blättern her, es ist schon wieder eine wahnsinnige Hitze. Dann würde ich sagen, gehe ich mal noch weiter zu unserem Kanunenbaum. Dort hängen einige Früchte jetzt schon dran, auch an den anderen Bäumen. Die zeige ich euch dann nachher auch noch schnell. Aber jetzt der Baum, wo die ganz leckeren Kanunen hat, der ist jetzt gut gefüllt und da ist auch schon eine dabei. Die werde ich heute runternehmen, werde die dem Neffen bringen. Der mag die Sorte und ich würde sagen, ich zeige euch mal die Kanunen. Da seht ihr jetzt, da hängt ordentlich was dran. Und die hier, die werde ich dann heute Abend abnehmen. Die wird jetzt auch demnächst soweit sein. Ja,
jetzt beginnt wieder die Kanunzeit und da freue ich mich auch schon drauf. Ist bloß immer eine Schweinearbeit, die zu zerlegen, weil es ist eine sehr klebrige Angelegenheit, ja, aber da muss man dann halt durch. Dafür schmeckt die Frucht umso besser. Was auch weiterhin wächst, das ist mein Papaya-Baum. Mittlerweile hängt zwar leider nur noch eine Frucht dran, aber ich sehe gerade schon wieder, da kommt schon wieder was. Irgendwie hat er ein paar Früchte abgestoßen, aber es hängt nur eine Papaya dran. Meine Schwägerin hat nur gesagt, das ist irgendwie nicht gerade so eine tolle Sorte. Der bekommt anscheinend nicht so große Früchte. Ich würde sagen, zeige euch den Papaya-Baum auch mal noch. Ihr seht da die Papaya, die noch dranhängt. Und da oben sehe ich gerade, dass da eben dann schon wieder ein bisschen was kommt. Ja, ansonsten da die Palme. Habe ich mal wieder schön die Blätter weggemacht. Bisschen sauber gemacht. Sieht jetzt da wieder schön aus. Meine Ananas. Bin gespannt, ob da dieses Jahr jetzt was kommt oder nicht. Hier ist uns ein Limettenbaum eingegangen. So wie es ausgesehen hat, wahrscheinlich auch Termiten. Dann würde ich sagen, laufe ich mal noch rüber zu den anderen Kanunenbäumen. Könnt ihr die auch mal noch anschauen. Or maybe we just hit the end of the road. Jetzt bei den anderen Kanunenbaum oder Bäumen angekommen, zeige ich euch die auch mal noch, die jetzt bereits schon wieder Früchte tragen. Da seht ihr schon mal welche. Dort auch. Ich werde da wieder anfangen müssen. So. Meine Frau hat zu mir gesagt, ich soll immer nur schauen, dass eine Kanone an so einem Strang dran ist. Und dann werde ich hier noch ein bisschen was abschneiden müssen. Das ist der eine Baum. Der andere Baum. Ja, also Kanonen wird es demnächst auch wieder ordentlich was geben. Jetzt laufe ich ein bisschen vor, im vorderen Teil des Grundstücks. Ich werde doch dieses Video nicht allzu lang machen, weil ich denke, es kommt noch mal ein paar andere interessante Videos. Ich wollte euch aber trotzdem einfach mal wieder ein kleines Garten-Update bringen, weil der ein oder andere fragt ja immer wieder auch mal nach den gelben Trompetenblumen. Oder ich denke, es ist auch mal wieder an der Zeit, euch mal wieder ein bisschen was aus dem Garten zu zeigen. Viel zu sehen, sage ich mal, gibt es nicht, weil aktuell früchtetechnisch, gut, die Passionsfrüchte, die sind noch da, eben die Papaya. Und ja, sind schon noch ein paar Sachen da. Auch die Geomangorn, die Dragon Fruit. Haben wir noch ein, zwei Früchte jetzt dranhängen. Ja, dann zeige ich euch auch mal noch. Meine Frau hatte ja den Versuch gestartet mit den Kirschen. Die Kirschen, da kamen auch schon ein paar Keimlinge. Also die haben schon auch ausgetrieben gehabt, aber irgendwie sieht es so aus, als wenn da die Schnecken alles leer gefressen haben. Also auch hier haben wir jetzt gerade ein bisschen Problem mit Schnecken. Ich sammle da zwar immer wieder die Schnecken ein, aber ja, das sieht im Moment ein bisschen traurig aus. Da seht ihr jetzt die Pflanzhecke, wo meine Frau da bestückt hatte mit allem Möglichen, mit Kirschen. Ja, da ist leider, wie gesagt, nichts mehr zu sehen. Ich hoffe, dass das trotzdem noch mal auskeimt. Mal schauen. Ansonsten muss ich das einfach noch mal neu machen, wenn die Schnecken wieder weniger sind. Dann hat meine Schwägerin noch von ihrem Maplangbaum drüben zwei Ableger gemacht gehabt. Die seht ihr hier. Das sind die zwei Bäume. Also der und der. Und ja. Die Ableger habe ich jetzt weggenommen vom Baum, habe die jetzt eingetopft, weil die ein bisschen gewurzelt haben. Da bin ich jetzt gespannt, ob ich die durchkriege. Und ich werde die dann erstmal so lange jetzt im Topf drin lassen, weil meine Schwägerin die dann, wenn sie dann wieder hierher kommt, dann irgendwo pflanzen möchte.
muss jetzt mal schauen, muss ich auch noch mal fragen, wann sie denn kommt, weil ja, je nachdem, wie die sich denn halt entwickeln, denke ich, ist der Topf denn auch irgendwann zu klein. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Ja, weiter vorne im Grundstück sind gerade meine zwei Hunde, die wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Da seht ihr, die leiden auch schon wieder unter den Temperaturen. Cola ist mal lad. Coco, der spielt gerade mit dem geschnittenen Gras rum. Ja, ansonsten vorne, ich habe die Kokosnusspalmen, die habe ich alle wieder beschnitten. Die Blätter weggemacht. Auch die Kokosnusspalmen sind auch alle beschnitten worden. Dann meine Don Koi, die ich auch wieder schön gemacht habe. Da. Und hier eben noch zwei Geomangorn, die ich jetzt dann auch bald abnehmen werde. Da eine Dragon Fruit. Da haben wir noch eine Dragon Fruit. Ja, ihr seht, ist eigentlich hauptsächlich wieder alles schön am Blühen. Ich würde sagen, ich gehe nochmal auf die rechte Seite, weil da haben wir dann auch ein bisschen was von den gelben Trompetenblumen, ein bisschen mehr und von den anderen Blumen noch. So, da habt ihr eure gelben Trompetenblumen. Sie sind wieder da. Aber ich zeige es euch mal ein bisschen aus der anderen Perspektive. Seht ihr jetzt, und ich habe die eigentlich alle beschnitten gehabt, die Bäume auch, aber eben, sie treiben schön aus wieder, die Blüten kommen. Auch da der kleine Baum. Die drei Bäume haben irgendwie noch keine Blüten, aber ich denke, da wird es auch nicht mehr lang gehen. Und da auch noch die Kokosnusspalmen auch noch mal, was natürlich jetzt ganz schön blüht. Das sind diese hier. Sieht wunderschön aus. Dann diese hier. Diesen gelben Trompetenblumenbaum hat meine Frau gesagt, soll ich nicht mehr beschneiden oder nicht mehr so rund schneiden. Den soll ich mal so wachsen lassen. Bin gespannt. Sie hat gesagt, es gibt ein bisschen mehr Schatten denn auf das Zimmer dahinter. Dann hier kommen auch jetzt schon wieder Blüten. Das ist so das, was sich im vorderen Teil getan hat. Früchtetechnisch gibt es hier vorne im Moment nichts zu ernten. Ja. Aber dafür hat das Auge wieder ein bisschen mehr, sage ich mal, von den ganzen Blüten, von den ganzen ja, Blumen, die jetzt wieder anfangen zu blühen. Das ist einfach wunderschön, dass das jetzt wieder alles kommt. Ja, ich denke, da werdet ihr sicherlich auch eine Freude dran haben, wenn ihr das mal wieder seht. We had a good run. Don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. Chase all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Ja, das ist so im Großen und Ganzen alles, was sich hier im Garten getan hat. Ich wollte euch da eben einfach nur kurz mal wieder ein Update bringen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, die Freunde von den gelben Trompetenblumen sind auch wieder ein bisschen befriedigt worden. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle sagen, ich mache mit dem Video Schluss, beende das Video jetzt. Ich werde sicherlich dann noch ein bisschen weiterarbeiten an den anderen beiden Projekten, wo ich noch dran bin, dass er am Sonntag auch wieder ein schönes Video bekommt. Ich gehe auch morgen auch noch auf ein Bootsrennen. Mal schauen, ob ich das Video vielleicht zuerst bringe am Sonntag, dann
muss ich mal noch überlegen, was ich mache. Ja, das Material geht mir im Moment nicht aus. Ich denke, da kommt, wie gesagt, noch ein bisschen was Interessantes auf euch zu. Lasst euch da einfach überraschen. Aber jetzt auf jeden Fall würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ich sage bis bald. Tschüss, euer René aus Thailand.